Ihr kommt auf Geburtstag. Die haben nicht gesagt, dass sie da kommen, in den Gaskammer. Nein, nein. Du hast ja die Kriegszeit ja miterlebt. Ganzer Krieg. Ganzer Krieg. Jetzt eine andere Frage. Hast du das auch mit den Juden in Deutschland auch mitbekommen? Nein. Dass, gar nicht. Dass dann Menschen... Der Vater hat uns Kinder, 6 Kinder waren wir zu Hause. Juden, keine... Da ist ein Jude, der hat ein Geschäft, alles. Aber nicht sagen, er ist Jude. Dürfen wir Kinder nicht sagen. Warum? Naja, dann werden die Eltern eingesperrt. Wenn ich jetzt rede, der ist Jude, von wo weißt du das? Ja, vom Vater oder der Mutter. Und dann werden die im Keller eingesperrt. Oha. Ja, ganz streng. Hatten die Juden das schwer gehabt, ja, ne? Zu der Zeit? Die durften ihr nichts mehr verkaufen. Auch ihr kleiner Laden durften nicht mehr verkaufen. Und dann kamen die deutsche 17-Jährige, 19-Jährige, die Heil Hitler, die Chef waren, nicht? Für Adolf waren. Und die kamen alle an der Front. Die kamen alle tot. Die waren alle, die wollten helfen, den Hitler-Krieg. Ja, aber sind alle gestorben. Alle haben sie, die alten Soldaten waren hinten. Und die ganzen jungen Menschen standen vorne. Ja, als die wollten helfen, den Adolf. Oh. Ja, den Adolf. Die waren alle erschossen. Alle. Hast du mitbekommen, wie jüdische Frauen, Kinder, Männer verschwunden sind, dass sie abgeholt worden sind? Ja. Die sind dann reingegangen in dem Haus, rausgeholt und Reihen, müssen sich anreihen, konnten mitnehmen, was sie tragen konnten. Okay. Dann haben sie Essen mitgenommen. Ihr kommt auf Geburtstag. Die haben nicht gesagt, dass sie da kommen, in die Gaskammer. Nein, nein. Die haben nur gehört, dass ihr kommt auf einen Platz und so. Und dann kam die. Oh mein Gott, das heißt, die haben gelogen. Ja, belogen. Ja. Und die haben das denen geglaubt dann? Die konnten ja nirgends. Soldaten, eine Stunde, eine Seite und auf der anderen Seite waren Soldaten Deutsche. Mit Waffen? Mit Waffen, Gewehre. Haben die. Konnt keiner weg. Erwachsene Kinder, alles mitgenommen. Alles. Und wenn dann ein Kind war, so wie die 6 Jahre, 8 Jahre, die unter Monika gespielt hat, die haben sie dann, oh du, spielst ja schön, raus, da in eine andere Gruppe rein. Mhm. Und das hat ihre Mutter und Vater haben so geweint, die wurden in eine Gaskammer. Und die Tochter nicht? Ja, weil sie spielen konnte. Oh, Deutsch Gott. Spielen. Hat sich gerettet, die ganzen 6 Jahre. Hast du irgendwas auch vom KZ-Lager hören können, oder? Nein, gar nicht, verboten. Verboten? Alles verboten. Wir wussten, dass es ein KZ-Lager geht und die werden dann aber nichts. Deutsche durften weiter dran. Da wurden sie eingesperrt. Niemand durfte reden. An jedem Haus, psst, groß, psst, heißt still. So richtige Plakate? Ja, große. So. Was ist denn passiert, wenn man beispielsweise darüber gesprochen hat und dann wurde man erwischt? Was dann? Dann kamst du erstmal rein. Kriegst du Prügel erstmal? Und warum weiter? Wer hat das? Die Mutter, der Vater? Und dann kamst du auch da rein. Auch als Deutscher? Ja, auch als Deutscher. Ja. Boah, Freunde. Kommst du nicht mehr raus?
Ey, Freunde, das ist wirklich heftig. Ja. Auch als Deutscher. Weißt du, wie das drinnen ablief? Was haben die da zu essen bekommen? Wie wurden die aufgeteilt? Weißt du was davon? Ja, die Viertelstückchen Brot und Kaffee, schwarzer, ohne Milch. Mhm. Und das war das Frühstück. Und drei so eine Holzbretter. Ja. Auf Bretter haben die und eine Decke zum Schlafen. Holzbretter? Holzbretter. Oh Gott. Ja, und das war dann. Und dann kamen sie am anderen Tag zum Vergassen. Oder verbrennen. Ja. Das ist grausam, schön. Das werden sie nie los. Nicht? Deutsche, dass sie sowas haben gemacht. Das wird nie. Man niemals vergessen. Das wird das niemals ist, das vergessen. Ist ja heute noch im Gespräch. Ja. Heute war das noch Kranze legen müssen. Ja. Ja. Weil das so grausam war. Das ist echt, ich war sag's zu dir. Grausam. Ja, das ist schrecklich. Vier Kinder zu Hause, der Vater sagt: Ja, nicht gehen in dem Geschäft da, wo der Jude verkauft. Oder sagen: Er ist Jude, darf ich nicht sagen. Sonst hättest du auch Probleme gehabt. Sonst hätte der Vater oder die Mutter Probleme. Ja. Der Vater, mein Vater, die waren 11 Kinder. Mhm. Sein Vater, der kam aus Österreich. Ja. Aus Österreich. Und aus Österreich war der Vater so gut, noch 2 Stunden. Zwei Wochen war der Vater Gymnasium, war der fertig denn. Ja. Und er mochte so gerne Kühe. Okay. Ja, und dann hat er gesucht beim Bauer, wo 100 Kühe waren. Und da hat er 2, 3 Menschen gehabt, nicht? Die müssten bei ihm arbeiten. Mhm. Ja, und immer, wir hießen Steinert. Okay. Judennamen. Steinwert. Steinert. Steinert, okay. Steinert hießen wir, ja. Der Opa. Und der Opa hat immer Probleme gehabt mit dem Namen. Okay. Früher. Die Mutter müsste auch auf, wie heißen sie? Steine danach geforscht. Ah, wann war das? Dann war das 3 oder 4 Jahre war mein Opa Jude. Aus deiner Familie? Aus meiner Familie. Ah. Aber zu lange schon. So lange schon, aber immer Steinert. Steinert. Wenn sie fuhr mit dem Zug oder so, Steinert, kommen Sie mal im Büro. Da geprüft Steinert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so genau waren die. Ja. So genau. Aber war schon zu lange. Viel weiß zu gar nicht wie lange. Viel zu lange her. Viel zu lange her, ja. Kannst du etwas erzählen? Auch wenn das halt nicht so schönes Thema ist, wie ging das so mit dem Ermorden im KZ? Wie haben die das da so gemacht? Mit Verbrennen und Vergasen, wie lief das da so ab? Ja, da waren alles umkreist Militär. Ja. Du kamst da näher ran, schon vor ein paar Kilometer, 3 Kilometer, war schon alles da versichert. Das heißt, man konnte selber einfach zu Fuß da nicht so reingehen. Nein, konntest da nicht mehr rein. Ja, Soldaten. Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Und wenn ein Waggon kam, mit geprüfte, da eine Familie gesammelt, die müssten dann alle antreten, hm. Lange Reihe, und dann
kamen sie gleich da rein. Ja. Alle so rein. Mussten die da drin auch arbeiten? Da wurden sie gleich vergast. Da haben die gar nicht gesehen. Da haben sie Gas gleich überall. Ja. Und die fielen. Alle um. Um, ja. Ja. Das ist gar nicht so. Der erste Mal, der Gas, der ging nicht richtig, nicht? Okay. Die waren nicht richtig tot. Oh Gott. Ja. Was hat man dann gemacht? Ja. Na ja, dann haben sie stärker den Gas gemacht. Ja. Dann stand das mal ein bisschen in der Zeitung. Aber wer das gelesen hat, der muss still sein. Ja. Aber meine Eltern haben das auch gelesen, aber ganz still. Kinder, wenn ihr das erzählt, in der Schule oder so, ja, dann kommen wir auch da rein. Der Vater war streng und die Mutter ganz streng. Hat die Peitsche hingelegt, wenn ihr was sagt, dann hauen die jetzt euch. Ja. Wir kommen denn da rein. Ja. Freunde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Grausam. Das ist echt. Grausam. Ich hoffe, das ist für dich so in Ordnung gewesen, so aus der Vergangenheit zu erzählen. Ist das okay gewesen? Ja. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dir denkst, ja, darüber nochmal sich Gedanken zu machen, ist keine schöne Erinnerung, ne? Nee. Erinnerung, ich kam ja gar nicht dahin. Gott sei Dank. Als Kind, Kilometer lang kamen die erst dahin rein. Ja. Aber danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ja.